Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2, dem Scholar of the First Sin, Cestos Only Run. Wir sind letztes Mal hier vor Dranglake Castle stehen geblieben. Und werden uns jetzt da reinbegeben und mal ein paar Leuten mal ordentlich aufs Maul geben. Ihr beiden seid die Ersten. Falls ich nicht zuerst aufs Maul kriege. Ah. Ja, ich habe ja verstanden, ihr mögt mich nicht, aber könnt auch freundlich sagen. Oder geschummelt. So, einer tot. Einer alleine kann nicht mehr so viel. Zack. Mastodon Rüstung. Sehr nice. So. Ja, es ist wieder eine neue Aufnahmesession. Und hoffe mal, ich bin auch ganz gut im Saft hier. Werde ich da doch hinbekommen. So, Nummer 1. Reicht das? Jawohl. Für die, die es nicht kennen, man muss die Gegner vor diesen Riesen hier töten, damit die Seelen in diese Riesen hineinfahren und die mir die Tür öffnen. Wenn man keine Gegner mehr zum Töten hat, ist das echt ein Problem hier. Aber wenn man es mal weiß, dann ist es eigentlich alles ganz gechillt. Ach, du lebst ja. Na gut, morgen. Mach mal wach. Steht ihr alle wieder auf? Ich? Aber du. Easy eins drüber braten. Der hat einen Speer, der hat einen Speer. Ja genau. 360 nachrollen hier oder was? Wenn du Stricher. So eine kleine Sackratte. Ich sag's euch. Heute an diesem Montag, dem 24. April, nehmen wir auf. Gestern ein bisschen länger meinen Geburtstag gefeiert, im Kino gewesen, Logan geguckt. Schöner Film. Jetzt bin ich zwar ein bisschen heiser und einen sehr trockenen Hals. Aber es gibt Schlimmeres, ne? Ich bin der, der hier auf den Thron scheißt. Ja, komm. Jetzt rede endlich mit mir. Einmal eine Geste lernen. Sprechen. Okay, die schimmernde Lebensstelle sind natürlich sehr nice. Aber der hat nichts an wichtigen Items, die ich gebrauchen könnte. Alles klar, ciao, ciao. Ja, tschüss, ja. Okay, hier lag nichts drin. Der Raum ist also seit Ewigkeiten absolut ohne Sinn. Also zumindest kenne ich den Sinn nicht, falls es einen gibt. Ich finde die Soundkulisse wieder herausragend. Huch! 19!
Edler Knochenstaub, sehr nice. Na komm her. So, soweit ist das Leuchtfeuer auch gar nicht mehr weg. Ach, ich lese ihn fein voraus. Ja. Das weiß ich mittlerweile auch. Position? So, der nächste weg. Alles klar. Du noch. Und tschüssi. Lass mal hier rein, die Leiter runter. Und hier ist das rettende Leuchtefeuer. Tada! Ach doch, ich pusse mal eben mein Estus Flacon. Ich habe mir mal eben kurz einen Schluck genehmigt. Mein Hals ist nämlich sehr, sehr trocken. Das nervt mich schon tierisch. Meine Kraft hat den Estus-Flakon gestärkt. Ja, sehr nice. Dankeschön. Kann ich auch plussen hier? Keine Estus-Scherbe. Immer noch nicht im Angebot, was ich brauche. Alles klar, tschüssi. Oh, well, bei dir. Glaube ich davon. 22 reicht noch. So, Dragon Lake Castle. So, der Raum ist jetzt echt kacke. Also, ich kann euch schon mal sagen: Hier lang geht's zum finalen Boss. Allerdings kriegen wir diese Tür noch nicht auf. Und hier sind wieder die üblichen 100 Millionen Toten. Wie viele mit Standardrüstung rumlaufen? Gleicher Raum mit dem gleichen. Boah, wie viele sind das jetzt erst? Moment. Brauchte ich mal eben kurz, damit ich hier ein Licht habe. Sehe ich hier nichts. Kam der hier schon raus?
Hallo? Na du Ruinenwächter. Long time no see. Komm mal hier ein bisschen näher dran, dann kann ich mit dir direkt die Tür aufmachen. Put put. Easy. Wie sieht's mit dir aus? So. Ein Pharao-Wahrheitsverkünder. Komm, hier ist auch noch drin. Ja, guck mal, der Reflex ist wieder eingeschlafen hier heute. Ist der Wahnsinn. Na, ja, die Hälfte meiner AP kriegt er schon voll ertrankt, das ist schön. Eine Truhe. Wo ist denn her? Ist doch nicht wahr. Ring der königlichen Soldaten plus 2. Plus 1. Ja, sehr nice. Tag. In einer Combo weggeboxt. Den Guten. Gibt auf jeden Fall hier ordentlich Seelen im Schloss. So, war hier eine Truhe? Nein. War hier eine Truhe? Nö. Alles klar, dann gehe ich jetzt erstmal einen Abgang machen. Oh fuck. Ganz vergessen, hier sind ja jetzt in Skull of the First zum Gegner. Ah, okay. Ich hätte mich auch hier aufladen können, egal. Entschuldigung, Moment. Mein Hals bringt mich heute um, ey. Tag. Hier müsste Dark Diver Gendel stehen, jawohl, also. Nö. Ich komme später wieder. Aber wenn man jetzt diesem Eid beitritt, öffnet sich hier ein optionales Gebiet. Aber da habe ich gerade noch keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir da nicht hin. Ich teleportiere mich jetzt wieder hoch in den Raum und dann erkunden wir das Schloss weiter. Ja, jetzt stehen wir wieder so ein paar von den Spockos im Weg, aber die sind ja nun kein Problem, ne? Ach, du passt ja durch die Tür durch. Das habe ich ja komplett vergessen.
Alles klar. Kloster Amulett. Sehr viele versteinerte Gegner, aber nicht ein einziger davon steht auf. Ne, stehen sie alle auf. Alles klar, so, jetzt muss ich mal eben nackig machen. Das Zeug hier ist Säure, die die Rüstung angreift. Wenn du keine Ahnung hast, kannst du nicht angegriffen werden. Jetzt hatte die... OMG, so blöde Spekulatius, ey. Das kann nicht wahr sein. Wo kommen die denn jetzt her? Jetzt ist die Truhe kaputt gegangen. Ja, der Inhalt ist jetzt nur noch Abfall. Da brauche ich gar nicht nachgucken. Aber meine Seele möchte ich gerne wiederholen. Dann ziehe ich mir die Zestus wenigstens an, damit ich mich wehren kann. Okay, die tauen nur auf, wenn man in diese Säure reingeht. Das wusste ich nicht. Beziehungsweise wusste ich bestimmt mal irgendwann, aber das habe ich komplett vergessen. So. Schon sind wir wieder der Badass Spekulatius from before. Du willst was? Kannst du haben. Ja, toll. Vision von Versehen. Kurz gesagt, Vorsicht vor unten. Achso. Vorsicht vor Truhe, zerstört wird benötigt. What? Alles cool. Nur ein Pfeil abbekommen, nicht vergiftet. Easy. Ich glaube, ihr steht alle auf, richtig? War auch nichts.
So, und an dieses Bild nicht dran treten. Da wird man instant verflucht. Das hat aber auch einen Sinn, den ich euch gleich erkläre. Jetzt muss ich mich erstmal mit dem Invader anlegen. Willst du was? Tschüss. Ich hab dich nicht gehört. So. Hier muss ich runter. Denn hier ist ein Secret-Leuchtfeuer. Tada! Stehst auf. Selbst schuld. Das stört mich ein bisschen, dass die Kiste unten kaputt gegangen ist in der Säure. Das war aber eigentlich eine Dummheit, ey. Die hätte ich hören können. Die Jungs. Stehst auch hier wieder auf. Töten wir dich direkt, habe ich den Ärger nicht. Ich meine, hier war nur eine Armbrust drin, nichts Besonderes. Doch nicht. Ich bin halt noch viele Item Drops aus Dark Souls 2 gewohnt, nicht Scholar of the First Sin. So, was jetzt davon? Tanke ich deine Schläge und hau dich weg. So. Darf ich vorstellen? Die Königin. Beziehungsweise eigentlich nicht. Denn das ist nicht die 100% richtige. Finstern ist voraus, genau. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Drangleic. A true monarch carries the weight of their soul, the last king of this land. King, he found the strength to rule his people. He found more strength to... But in the end, he never took the true throne. Visit Vi... We have no need. So, denn diese gute Nashandra ist nämlich eine blöde Bitch. Entschuldigt den Ausdruck. Das ist zwar mittlerweile die wahre Queen, aber war eine Verräterin und die ist dem Finsteren verfallen. Die möchte die Welt ins Dunkel stürzen und dafür beide Thronerben vernichten. Also mich und Vendrick. Vendrick hat sie schon so ziemlich vernichtet und ich bin dann der Letzte. Weil sie ist der letzte Boss hier. Außer im Scholar of the First Sin, da kommt noch einer danach, wenn man ein paar Optional-Kram-Dinge erledigt hat. Deswegen kann man auch das Gemälde nicht betreten. Oder nicht nah dran, weil das Gemälde verflucht ist von ihr. Oder wegen ihr, weil ihr Bild darauf gezeichnet ist und überall, wo ihre Abbildung drauf ist, das ist automatisch verflucht, weil sie ist das pure Böse. Irgendwie so.
Die Lore ist mit Sicherheit nicht 100% korrekt, aber ungefähr so ist es für mich. Arme Seele voraus. Pilgern Belclair, ja, komm mit. Wenn du magst, den kannst du mitkommen. Und zwar zu einem super easy Boss. Na? Lange nicht mehr gesehen. Das ist das Gute, der Silberne hält gar nichts aus. Wenn man einen guten Fernkörper dabei hat, macht er den instant tot und dann. Mach mal Schild da weg. Feigling. Hau ich halt dran vorbei. Easy. Dann muss ich mich da erstmal ein bisschen. Habe ich die Animation? Warte mal, jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, ob ich eine bestimmte Animation habe. Ja, die nicht, die ist behindert. Ich glaube, die hier müsste es sein. Jawohl. Klar, erstmal die Muckis ein bisschen rumhüpfen lassen. So, das waren die beiden Drachenreiter. Super easy. Ach ja, Burn Hollows Yugo. Du hilfst mir später beim Boss, ne? Alles klar, alles klar. So. Ich glaube, hier lang kam ich noch nicht. Das müsste der. Ja, genau, okay. Der Abschnitt hier ist ziemlich kurz, da bin ich schon beim nächsten Boss, deswegen machen wir das alles in einer Sitzung. Da werde ich jetzt keinen Cut zwischen machen. Jetzt muss ich die Leiter hochklettern in 100 Kilometer. Ich sag mal so, es dauert nicht lang, wenn ich nicht sterbe. Man würde ja wenigstens ordentliche Korrektur leisten hier. So, oben angekommen. Jetzt muss ich hier durch. Sobald ich da einmal drin bin, gibt es kein Zurück mehr. Das weiß ich schon. Stehst du auf? Stehst du auf? Nein. Wie steht's mit dir? Nein. Nein. Nein, hallo? Steht überhaupt jemand auf? Hallo? What the? Was bist du denn hier? Du hast ja noch gar nichts verloren. Oh, steht die nicht auf? Versucht Köder. Hinweis. Ah, einen von euch brauche ich. Kommt mal mit. Irgendjemand von euch muss hier sterben. War es nah genug? Ja, war's. Alles klar. Der gute Herr dreht jetzt das schöne Knöpfchen und dann geht da der Aufzug runter. Ja, genau. Kiste. Ich meine, ich kriege auch gleich noch eine Estos-Scherbe. Deswegen bin ich jetzt auch noch nicht zurückgereist, obwohl ihr 60.000 Seelen habt, weil ich dann damit direkt zurückreise.
Klinge Lüt. Was geht ab, Alter? Ach süß. Das Pferdchen. Ja, was geht ab? Long time no see. Das war der Kick. Immer schön auf mit Klingelüt. Jetzt kommt doch bestimmt wieder ein Kick. Das war mir so klar. Und das war's. Ja, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dass Bosse später auch ja, normale Gegner werden. Huch! Ja, ich wollte gerade was nachgucken. Tschüss, Mietlinge. Mal schön, dich kennenzulernen. So, Gausers Ring, da ist er. Ah ja, genau. Es gab einen Ring, da konnte man nicht mehr gebacksteppt werden. Ich weiß nicht, ob der das jetzt genau war. Aber macht natürlich eigentlich hier keinen Sinn. Ich hab dich schon gehört, Kleiner. Brauchst dich gar nicht anschleichen. So, warst du der Mimik? Ja, warst du. Nodachi. Oh, Nodachi. Nodachi ist ein schönes Katana. Jetzt müsste das extrem lange gewesen sein, oder? Ich guck mal eben. Nodachi. Wo haben wir es denn? Es muss hier oben irgendwo sein. Ja, das war das extrem lange. So. Falle. Nö, alles klar. Feuersturm. Sehr schön. Jetzt bin ich eigentlich schon. Jetzt bin ich eigentlich auch schon wieder so gut wie durch das Gebiet. Muss durch die Tür, dann müsste ich oben auf dem Vordach stehen. Da kämpfe ich noch gegen 3 oder 4 Leute. Dann mache ich eine Tür auf und dann bin ich schon wieder am Leuchtfeuer. Ah ja, genau. Ich weiß, dass du wieder aufstehst. Na, mein Kleiner. Ich sag ja. Bosse werden zu normalen Monstern. Aber man merkt auch schon diesen Power-Level-Unterschied von vom Zeitpunkt, wo man den das erste Mal trifft, den Boss, zu jetzt. Das ist einfach. Oh Gott. Ich hasse diese Flammen-Bitches. Ich wollte das nur mal so mitteilen. Scheiße. Alles klar. So, was machst du für ein Zauber? Lingering Flame.
Damit hast du verloren. Oh, du Penner. Was fällt dir eigentlich ein, ne? Was ist da gerade? Ah, krieg ich die Stopse. Schade. So, hier drin müsste eigentlich die Estos-Scherbe sein. Und es ist die Estos-Scherbe. Jawohl. Jetzt bin ich bei dem Gang, den ich vom Leuchtfeuer ausgenommen hatte, wo ich sagte, okay, da brauche ich hier nicht langlaufen. Tada! Einmal nochmal Yula und Leveln und Estos Scherbe und dann. Ich habe die dann nie, glaube ich, muss ich nicht mehr nach. Ne, da muss ich nicht dran. Mache ich ja beides bei der guten Dame hier. Tada! Mach mal so, zack. Das falsche Leuchtfeuer. Das ist das ganz falsche Leuchtfeuer. Aber gut, dass ich einen starken PC habe und Dark Souls keine langen Ladezeiten hat. Kann man das nämlich mal eben machen. Das finde ich nämlich sehr schön. So. Da muss ich lang. Einmal den Aufzug benutzen, der jetzt einen halben Kilometer nach oben fährt. Aufzugs. Nein. Jetzt kommt die behindertste Tür, die ich hier gesehen habe. Erster Schlüsselloch. Erstmal 69er machen hier. So. Die alte kann ich eh noch nicht retten. Und selbst wenn ich sie retten würde, es wäre optional und es gibt einen Bullshit als Gegenstand. Meine Meinung. Lohnt sich so gar nicht, die Quest für die zu erledigen, finde ich. Nicht wahr? Tschüss. Ich brauchte nur das Schild. Das Schild soll ich schon, den Schlüssel. Den Königskey. Jetzt fahre ich wieder 100 Millionen Kilometer runter. Aber gut, das ist halt so, ne? Hey, das aber auch ist, ist der Shit. Korridor, Königsschlüssel, blibli blabli. Den Boss finde ich cool.
So, easy. Der Chorpartner hat mir geholfen. Waschereiter Boyd. Oh, Bernard Zero. Let's go. Hallöchen, Spiegelritter, ne? Oh, wenn ich das tanke, ist mir auch egal. Tschüss. Schön mit dir. Sieht sich. So. Na, hier war noch eine Sackgasse. Hier ist nix. Jetzt geht's abwärts. Langsam kann es mal aufhören zu regnen. Vielen Dank. Gesagt, getan, so muss das sein. Södle. Eine grüne Blüte. So, liebe Leute, mit diesen schönen Gesängen aus dem Kerker verabschiede ich mich aus dieser Folge. Nun denn, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben mal eben zwei Bosse geklatscht. Dranglay Castle haben wir hinter uns gelassen und sind jetzt im Schrein von Armana. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge vom Dark Souls 2 Skull of the First Ancestors Only Run. Und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.